Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Wagner-Chef Prigozhin meldet sich erstmals nach Aufstand. In einer Audiobotschaft sagte er, seine Söldner hätten keinen Machtwechsel in Russland angestrebt. Der Marsch auf Moskau sei aus Protest gegen das Verteidigungsministerium gestartet worden. Am Wochenende war der Machtkampf zwischen dem Chef der Privatarmee und der russischen Militärführung eskaliert, dann beigelegt worden. Deutschland will NATO-Ostflanke mit zusätzlich 4.000 Soldaten stärken. Die Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten sollen dauerhaft in Litauen stationiert werden, erklärte Verteidigungsminister Pistorius in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Die Kampfbrigade werde schrittweise aufgebaut. Litauen grenzt an Belarus und die russische Exklave Kaliningrad. Reaktionen auf AfD-Wahlsieg im thüringischen Sonneberg. Die Partei stellt mit Robert Sesselmann erstmals einen Landrat. SPD-Chefin Esken sieht eine Mitverantwortung der Ampelregierung für den AfD-Erfolg. Man habe die Politik in letzter Zeit zu wenig erklärt. CDU-Generalsekretär Chaya sagte, die Bundesregierung spalte das Land mit zu vielen Vorschlägen, die nicht auf Konsens stießen. Mindestlohn soll ab Januar 2024 auf 12,41 Euro pro Stunde steigen. Darauf verständigte sich die Mindestlohnkommission. Ab Januar 2025 empfiehlt sie eine zweite Anhebung auf dann 12,82 Euro. Die Gewerkschaftsvertreter in der Kommission wollten eine deutlich stärkere Erhöhung und stimmten gegen den Vorschlag. BGH ändert Rechtsprechung zu Entschädigungen für Dieselfahrer. Autokäufern steht Schadensersatz zu, wenn in ihrem Dieselfahrzeug die Abgasreinigung wegen eines sogenannten Thermofensters nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nun müsse die Haftungsfrage neu verhandelt werden, hieß es vom Bundesgerichtshof. Autobesitzer hatten gegen mehrere große Hersteller geklagt. Die Wetteraussichten: morgen im Norden und Osten Schauer und Gewitter, sonst neben ein paar Wolkenfeldern längere Zeit sonnig, gegen Abend vom Westen bis in die Mitte Regen möglich. 18 bis 26 Grad.